Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Kochvideo auf meinem Kanal. Ja Leute, heute kochen wir Kichererbsen-Spaghetti mit Sauce Bolognese. Manche Leute werden jetzt wieder sagen, Low Carb, das sind Spaghetti. Nein, das sind Kichererbsen-Spaghetti. Kichererbsen-Spaghetti haben viel Protein, viel Fett, aber wenig Kohlenhydrate. Und deshalb kann man auch in einer Low-Carb-Ernährung Kichererbsen-Spaghetti essen. Allerdings muss man einfach dazu sagen, dass viele Leute das nicht verstehen. Low-Carb ist nicht Non-Carb. Man isst Kohlenhydrate, nur auf einer reduzierten Basis. Ich würde sagen, ich laber nicht lange rum, sondern zeige euch gleich mal, wie ihr die Haut von den Tomaten runterbekommt. Dafür schneiden wir die Tomate an und geben sie anschließend in kochendes Wasser. Dort lassen wir sie ein paar Minuten und schrecken sie dann ab. Nun ist es ganz einfach, die Haut abzuziehen. Nun schneiden wir sämtliches Gemüse auf. Nachdem wir das Gemüse geschnitten haben, geben wir es zusammen mit dem Faschierten in den Topf. Nun wird es auch gewürzt. Dafür verwende ich Pfeffer, Paprika, Salz und Sojasauce. Nachdem alles schön angebraten ist, gießen wir es mit Tomatensauce auf. Ja Leute, ist ein einfaches Gericht wie immer. Natürlich sage ich euch meist nur einfache Gerichte, die ihr leicht selbst nachkochen könnt. Leider habe ich die Aufnahme vom fertigen Gericht entsorgt. Es tut mir leid. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich da oben. Bis dahin. Ciao.